erlaubt worden war. Der grüne Bundestagsabgeordnete Matthias Gastl erhebt schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Bahn. Das Unternehmen versuche, den Grund für die Entgleisung zweier Intercity-Züge im Stuttgarter Hauptbahnhof zu vertuschen. Gastl zufolge wurden beide Unfälle durch den Umbau der Gleisanlagen für Stuttgart 21 verursacht. Handybilder eines Zugunglücks. Ein Intercity springt aus den Schienen. 2012 geschah das gleich zweimal. Immer an der gleichen Stelle springen die Intercities im Stuttgarter Hauptbahnhof aus den Schienen. 8 Menschen werden verletzt. Für die Behörden steht fest, solche Puffer, die die einzelnen Wagen gegeneinander abfedern, sollen schuld sein. Sie hätten den Belastungen in den engen Radien nicht standgehalten. Der grüne Bundestagsabgeordnete Matthias Gastl zweifelt an der Puffertheorie. Die Unfalluntersuchung bezüglich zweier entgleister Züge weist schon einige Merkwürdigkeiten auf. Das eine ist, dass die Eisenbahnunfallbehörde nicht die angeforderten Unterlagen von der DB bekommen hat. Und das andere ist, dass wichtige Beweismittel, nämlich die Puffer, die als ursächlich angegeben wurden, verschwunden sind. Der Abgeordnete vermutet nicht, dass die Puffer die Ursache waren. Sondern die Umbaumaßnahmen hier im Gleisvorfeld, vorbereitend auf Stuttgart 21. Derzeit dürfen auf den betroffenen Gleisen nur ICEs und andere Triebwagen fahren, geschobene Nah- und Fernzüge jedoch nicht. Die anderen Gleise sind daher überlastet. Das heißt, diese Einschränkungen hier am Stuttgarter Hauptbahnhof wirken sich in der gesamten Republik auf eine höhere Verspätung aus. Die Bahn teilt mit, dass sie Lösungen suche, um wieder einen vollständigen Betrieb auf den Gleisen herzustellen. In den kommenden Tagen ziehen wieder die Sternsinger von Haus zu Haus. Allein in Baden-Württemberg